Halleluja, guten Morgen alle zusammen. Ich grüße euch alle ganz herzlich in dem einen, in dem höchsten Namen, im Namen von Jesus Christus. Das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Er ist die Person, er ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich bin gespannt, was heute alles passiert. Ich bin echt gespannt, wie er sich ausdrückt, was er uns mitzuteilen hat, wie er uns persönlich jedem Einzelnen begegnen will. Und ich weiß, was Jesus tut, das ist kraftvoll, das hat ewigen Wert. Nichts, was er tut, geht irgendwie verloren. Alles, was er tut, hat ewig Bestand. Alles, was er ist und hat und tut, hat ewig Bestand. Halleluja, und ich bin echt deswegen so gespannt, dass wir wirklich erkennen und sehen, erfahren, wie das ausschaut, wie er ausschaut. Halleluja, und ich danke dir, Vater, ich danke dir für mächtiges Ausgießen von deinem Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass es rüber rausgeht, über diesen Morgen, auch übers Internet. Es wird Frucht tragen über diesen Tag hinaus. Ich danke dir, dass Menschenleben verändert werden, Vater. Ich danke dir, dass Leben reinkommt in Menschen, dass Leben Gestalt gewinnt und Ausdruck findet. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, weil du uns alle kennst, Halleluja, und dass du sprichst, Halleluja, durch dein Wort. In Jesu Namen, Amen. Wie ich heute Morgen hier beim Aufbauen war, hat der Marc mich dann auf einmal gefragt, hey, bist du bereit? Kannst du heute Morgen die Eröffnung machen? Dann war kurzes Schweigen. Und dann habe ich gesagt, ja, weil das Wort immer bereit ist. Und das Wort ist mein Leben, das Wort ist meine Kraft, das Wort ist mein Alles, das Wort ist das, was mich trägt, das Wort ist das, was mich gegründet hat, das Wort ist das, was mich errettet hat. Das Wort ist das, was Gestalt angenommen hat und es will immer mehr sich entwickeln und hervorkommen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nur, ich bin bereit. Ich wusste aber nicht, was ich sagen soll. Und es ist auch gut, weil es ist ja nicht mein Wort. Und heute Morgen ist hier Musik gelaufen, Lobpreismusik von einer Frau. Ich weiß nicht, wer es war, aber was diese Frau gesungen hat und was sie dann auch gesprochen hat, das hat mich so inspiriert und ich wusste, ein Teil von dem ist für heute Morgen. Ich hatte verschiedene Sachen im Herzen und ich möchte diesen Eingangsvers einfach mal jetzt mit euch lesen. Und es steht im Epheser 1, und das haben wir schon so oft gehört und gelesen, aber ich möchte es trotzdem einfach nochmal hervorholen, weil mir danach noch tiefere Dinge aufgegangen sind. Epheser 1, Vers 18. Hier steht, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, und dann geht der Text noch weiter, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und was mir heute Morgen so deutlich aufgegangen ist, hier steht, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Die Rede ist hier von Jesus Christus. Der Vater lässt seine Kraft in Christus wirksam werden. Er hat ihn aus den Toten auferweckt. Steht hier auch ein Vers noch weiter unten. Die Fülle seiner Kraft hat Jesus Christus aus den Toten auferweckt, nachdem er zur Sünde geworden ist, gestorben ist. Und dann war es Zeit, ans Leben zu kommen, um ewiges Leben hervorzubringen. Das hat der Vater in seinem Plan gewirkt in Christus. Und das Gewaltige ist, wir sollen wissen, steht hier,
damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Seine Berufung war, Himmel und Erde zu vereinen. Seine Berufung war, ans Kreuz zu gehen, um uns zu erlösen vom ewigen Tod, um uns reinzuholen in ewige Liebesbeziehung mit Gott und mit allen seinen Kindern. Seine Berufung war es, nicht nur Schöpfer zu sein, sondern Erretter zu sein, Bräutigam zu sein, das Wort, das die Ehre des Vaters wiederherstellt. Das ist seine Berufung. König der Könige und Herr der Herrscher, das ist seine Berufung. Er war von Ewigkeit her das, was er ist, und es wird er nie anders sein. Aber warum steht hier Hoffnung? Hier steht Hoffnung, weil alles im Prozess ist, sich zu erfüllen, was geplant war. Was im Geist der Plan des Vaters war, das sollte in ihm zur vollen Entfaltung kommen. In ihm sollte die Fülle Gottes leibhaftig werden. In ihm sollte alles zusammengefasst werden. Und deswegen steht hier, seine Berufung ist mit Hoffnung verbunden. Und wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann ist es unmöglich, dass wir zu Schanden werden. Weil seine Berufung übersteigt alles, was ein Mensch sich ausdenken kann, was ein Mensch je anstreben kann. Seine Berufung ist das Allerhöchste. Das Allerhöchste. Halleluja. Und wie wunderbar ist dieser Vers. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Die Augen eures Herzens erleuchtet. Helles Licht, Freiheit, Frieden, Stärke, pulsierendes Leben in euren Herzen, weil ihr seine Berufung erkennt. Seine Berufung war es ja euch in ihn aufzunehmen. So viele Bibelstellen in Christus, in ihm, seine Berufung. Er in euch und ihr in ihm. Seine Hoffnung. Die Hoffnung Gottes werden nicht enttäuscht. Er weiß über alles Bescheid. Und seine Kraft, die wird zustande bringen, was er sich ausgedacht hat. Halleluja. Seine Kraft hat Christus aus den Toten auferweckt. Seine Kraft ist, die der Sündennatur begegnet ist. Alles, was wir heutzutage im Leben an Schwierigkeiten haben, wo wir Berge vor uns sehen, das sind ja alles nur kleine Hügelchen im Vergleich zu dem, was Christus längst erledigt hat. Die Sündennatur, der Tod selbst. Sündennatur und Tod selbst. Er hat es überwunden. Und das war seine Hoffnung. Das war die Hoffnung Gottes. Das war die Hoffnung Gottes, dass eines Tages der Mensch, der getrennt von ihm war, Gemeinschaft haben kann in einer Tiefe, wie es selbst im Paradies nicht der Fall war. Und dieses Wort, auf dem wir stehen sollen, wie es der Frank vorhin schon gesagt hat, wir sollen auf dem Wort stehen. Dieses Wort kommt in Erfüllung. Es ist die Hoffnung Gottes selbst. Halleluja. Wow, und erleuchtet die Augen eures Herzens. Dieses Wort, es erleuchtet die Augen eures Herzens. Wenn ihr auf den Christus schaut, dann seht ihr die Hoffnung Gottes. Wow, und es nimmt euch mit hinein in seine Zuversicht, in seine Kraft. Für Jesus Christus hat es brutal ausgeschaut, als er durchgegangen ist durch das, was unumgänglich war.
um uns zu retten. Er ist selbst in den Tod hineingegangen, er wurde selbst zur Sünde. Aber er hatte diese Hoffnung, er hatte vorher diese Gewissheit, dass dieser Weg richtig ist und dass dieser Weg erfolgreich sein wird. Und er ist gegangen, weil der Vater es gesagt hat und weil er wusste, wer der Vater ist. Wow. Diese Hoffnung, seine Berufung. Und unsere Hoffnung, unsere Berufung wird in ihm gefunden. Und das ist das Geheimnis. Unsere Augen erleuchtet in der Erkenntnis seiner selbst. Und wenn wir ihn erkennen, erkennen wir uns in ihm. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir. Ich danke dir für lebendige Worte, die ausgehen. Ich danke dir für wirkliche Sichtveränderungen, dass Herzen radikal verändert werden, dass falsche Sichtweisen, Täuschungen von Gefühlen, von schlechten Erfahrungen, dass die keine Kraft mehr haben angesichts deiner Größe, Herr, angesichts der Macht und der Kraft deines Wortes, Vater, und deiner Herrlichkeit, Jesus, Halleluja. Das ist unsere Hoffnung. Danke, Jesus. Du bist in uns und du trägst uns durch alles. Du machst uns stark und wir gehen mit dir. Und dafür danke ich dir, Vater, dass du es wirkst durch dein Wort. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Christ in us, the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist die Hoffnung von alles. Everything. Alles. In Christ we are complete. In Christus sind wir komplett. We are in Christ. Wir sind in Christus. Tell your neighbor, you are in Christ. Sag es mal deinen Nachbarn, du bist in Christus. Because you're in him, und weil du in ihm bist, he's in you. Ist er in dir. We were in him, als wir in ihm at the cross. Wir waren in ihm am Kreuz. Wir waren in ihm, als er starb. Wir waren in ihm in der Hölle. Jesus nahm unseren Platz ein. Und jetzt ist er in uns. Amen. In uns. Lasst uns mal aufstehen. Danke, Herr. Also, dankt ihm einfach mal heute Morgen. Dankt ihm für alles, was er diese Woche getan hat. Gib ihm Dank für sein Feuer. Gib ihm Danke für seine Versorgung. Danke für all die Plötzliche in deinem Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Du bist in uns, Jesus. In uns, Halleluja. In uns. Du lebst. Your way. Your what? Your way. His way is in us. Jesus' way. Sein Weg ist in uns. Your love is in us. Seine Liebe ist your in uns. Joy is in us. Seine Freude ist your in uns. Peace is in sein Frieden ist in your uns. Goodness is in seine us. Güte ist in everything uns. You are Jesus in us. Alles von Jesus ist in uns. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, danke, Jesus. Jesus. Thank you, danke, Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Wow. Well, does anybody have a praise report today? Hat something heute jemand einen Lobpreisreport? Ist irgendwas diese Woche passiert? Frank, yeah, come on up. Frank, those of you on the live stream listening in English, I'm going to let the praise reports come in German. Also alle, die am Livestream sind, das wird jetzt nur auf Deutsch und in Englisch geht es dann stay später weiter. Bleibt mit uns and then we'll come back with the message und in English and wir kommen dann mit, zurück mit der
Botschaft in Englisch. We want to say hi, good morning to Claudia and Eva today. Wir wollen guten Morgen sagen zu Claudia und zu Eva. Claudia just began the Bible school this week. Claudia hat die Woche die Bibelschule angefangen. And we talked to her yesterday. Und wir haben mit ihr gestern gesprochen. And she is so fired up. Und sie ist so on fire. For the word. Für das Wort. The word. Das Wort. And what God is doing here. Und auch was Gott hier bei uns tut. And Eva, we're glad you're with us. Eva, wir sind froh, dass du mit uns bist. You're regularly with us. You're a part of our family. Du bist regelmäßig mit uns. Du bist ein Part unserer, ein Teil unserer Familie. And you know, a few weeks ago, she came on the train 4 hours just to be with us on Sunday morning. Und vor einigen Wochen kam sie 4 Stunden hergefahren mit dem Zug, nur um Sonntagmorgens hier zu sein. To give a praise report. Um einen ein Zeugnis zu geben über das, was Gott in ihrem Leben getan hat durch diesen Dienst. Und eine Freundin von ihr wurde geheilt von einem sehr gefährlichen Virus. Und die Freundin wurde geheilt über den Livestream. Und das Zeugnis kannst du dir auch auf YouTube anschauen. Das ist kraftvoll. Amen. Amen. And the others of you that are on, chat in, let us know who you are, where you're from. Und alle anderen, die auch an sind, melde dich an, chatte rein, sag uns, wer du bist und woher du kommst. And we'll say hi to you sometime today. Und dann möchten wir dich auch begrüßen. And if you have prayer needs, we'll pray for you. Und wenn du Gebetsanliegen hast, wir beten auch zusammen. Amen. Für dich. Amen. All right, Frank, come on. Okay, up. Frank, kommst du bitte? Halleluja. Ich habe 4 Sachen, wenn Zeit ist, kurz, aber ich habe sie im Herzen. Und zwar erst einmal ein Zeugnis vorweg. Ich war letzte Woche beim Zahnarzt, weil ich so Probleme habe mit der Brücke oder Probleme hatte. Und da war ich im Urlaub schon beim Zahnarzt und er hat gesagt, ja, Karies. Und ja, habe ich gedacht, oh, was passiert jetzt mit dem stumpfen Zahn hinten oder irgendwas. Und okay, dann war ich beim Zahnarzt und der war total gut drauf. Und dann kam gleich als erstes die Schwester daher und sagt, ja, hat schon einen Kostenvoranschlag gekriegt und was unterhalten. Denke ich mir, was will denn die jetzt von mir schon wieder? Ich habe ja erst vor einem Jahr da 2.500 oder was bezahlt. Und ja, dann habe ich das gelassen und dann kam der Zahnarzt und hat gleich angefangen und das repariert und so. Und ist super gelaufen und der hat super Lösung. Also er hat da so einen super Stift dann reingemacht, dass das super hält. Und ja, dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, ja, was ist jetzt los mit dem Kostenvoranschlag? Jetzt hat er ja schon rumgewurstelt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat den Zahnarzt gefragt, das hat sich erledigt. Ja, Preis in Hand, das sind wieder mindestens 200 Euro oder so, wo man sich da gespart hat. Okay, das ist das Zeugnis. Mit was fange ich an? Okay. Ich liebe das Wort Gottes und ich liebe den Heiligen Geist. Und was ich am allermeisten liebe, wenn die zwei zusammenkommen. Amen. Halleluja. Und die letzten Nächte haut mich Gott so vom Bett raus. Da muss ich zwischen 10 und 12 oder 1 muss ich beten und in Zungen. Und wahrscheinlich ist da Ruhe und dann ist da die beste Zeit irgendwo. Und ich hatte vorgestern und gestern oder gestern dann wieder super Zeit mit Gott, bin in unsere Gebetskammer rüber. Und habe mich einfach hingelegt und mit Gott gesprochen und dann aufgestanden, in Zungen betet. Und ja, dann habe ich diese Gegenwart so gespürt. Und dann bin ich rüber und dann habe ich den Fernseher eingeschaltet und dann habe ich Bibel TV angeschaltet. Und dann kam so dreiviertel Stunde so ein Lobpreis, Anbetungs von Brian Dawkinson. Today. Und dann ist es manchmal so, dann irgendwann fing dann das Lied an, reinige mein Herz. Und dann fängst du an zu greinen und zu weinen. Und dann kam diese Agabe-Liebe über mich, diese göttliche Liebe, die ich so liebe. Das ist das, für was ich vor Jesus stehe. Das ist das, wo David sagt, eine Minute vor Gott ist schöner wie 1000 Jahre zu leben. Das ist genau dieser Moment, wenn diese Salbung fließt.
Und du kannst nicht aufhören zu weinen und diese Liebe erdrückt dich, diese mächtige Liebe, weil du spürst, alles geht raus und es reinigt sich. Und es ist so herrlich. Und es ist der Moment, wo du die Menschen so liebst, wo du weinst und schreist innerlich und einfach die Menschen so lieben kannst und da verstehst, warum Gott Gott ist. Und das ist das, wo man eigentlich nicht mehr raus möchte. Wie wenn die Jünger gesagt haben, lass uns das Zelt bauen, wo Jesus, Elia erschien und Mose, du willst nicht mehr weg. Ja, und da, dann wirst du so dankbar und spürst, dass Gott dich erneuert und du spürst, wie das dich reinigt, diese Tränen. Denn die Psalmen sagen, wer mit Tränen zählt, wird Freude ernten, wird Segen ernten. Aber das ist so wichtig. Und ich wünsche mir das, dass du das erlebst oder der es nicht kennt oder nicht so kennt, dass das in der Gemeinde sich mehr freisetzt, dieser Geist, der Heilige Geist, diese Salbung, diese Anointing, wie es so schön in Englisch heißt. Weil da brauchst du nichts mehr reden. Du brauchst nicht mehr sprechen. Du stehst in der Gegenwart Gottes und alles ist gut. Gott arbeitet allein und das ist das, was ich liebe und das ist, für was ich lebe. Und das ist das, wonach ich mich sehne, dass das bei uns mächtig passiert. Dass wir hier in der Gegenwart 5-6 Stunden sind und nur der Geist Gottes und die Kraft Gottes wirkt und alles ist gut. Weil das ist der Vorgeschmack vom Himmel. Und ich glaube im Himmel, boah, das ist, ja, Halleluja. Das wollte ich euch so mitteilen und da hat mir Gott vom Wort die Woche 2 Offenbarungen so geschenkt. Es dauert nicht lang, aber ich möchte es euch einfach so kurz mitteilen. Das ist in Chronik, 1. Chronik 21,1. Und zwar steht es da oft selten im Alten Testament, dass über den Satan was gesagt wird. Und ich lese kurz vor, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und David sprach zu Jehova und zu den Obersten der Völker, geh hin, zähl Israel vom Beersheba bis Dan und bring mir Kunde, damit ich weiß, wie viele ihrer sind. Das hat mich immer gewundert, wenn ich das früher gelesen habe. Was soll denn der Scheiß, dass das irgendwo eine Sünde sein soll? Oder dass David versucht, wenn er Volk zählt? Ist doch blöd, oder? Also kann man es ja keinen Reim machen. Vom Logischen, ich weiß nicht, warum das eine Sünde sein soll, wenn ich, sagen wir mal, Deutschland macht jetzt eine Volkszählung, du zählst das. Und auf einmal, wenn ich das lese, kommt dieses plötzlich vom Heiligen Geist. Das sind diese Offenbarungen. Wer von euch, wie gehst du voran, wenn du ein Haus kaufst, ein Haus mietest, wenn du irgendwas tust? Wie gehst du voran? Du zählst dein Geld. Du zählst deine Möglichkeiten. Wie stark bin ich? Verstehst du? David wollte schauen, wie stark sind wir, wie viel sind wir? Da sagt Gott, hey, das ist unwichtig. Amen. Verstehst du? Wichtig ist, wie stark bin ich? Gott. Nicht, oh, wir sind 100.000 Mann oder 1 Million Mann, wir können einen Angriff wagen oder ich habe jetzt 1 Million auf dem Konto, ich kann mir jetzt das und das leisten. Oder wir sind 200 Leute in der Gemeinde, boah, jetzt sind wir irgendwo wichtig. Nein. Nicht meine Kraft, sondern deine Kraft. Nicht durch Heer und Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Das hat mir Gott so offenbart. Ich meine, man müsste mal lesen, aber da steckt so viel drin. Ich habe nur mehr gelesen und auch mal paar, aber ich kann da jetzt nicht stundenlang hier jetzt predigen. Ich wollte euch nur das einfach mal offenbaren. Verlass dich nicht auf deine Kraft, auf dein Können und dein Wissen. Okay, das heißt nicht, dass du blöd sein sollst, aber ihr versteht den Punkt. Wenn Gott dir was sagt, versuch nicht, irgendwo mit eigenen Mitteln und eigener Kraft was zu tun. Das ist Sünde. Und der Teufel hatte David versucht. Okay? Die zweite Offenbarung, das ist auch 1. Chronik 22, 16.
Und zwar geht es da. Vers 14 fängt schon an. Siehe, ich habe in meiner Mühsal herbeigeschafft für das Haus des Herrn 100.000 Zentner Gold und 1.000 mal 1.000 Zentner Silber. Dazu Kupfer und Eisen, das nicht zu wiegen ist, denn es ist zu viel. Auch Holz und Steine habe ich herbeigeschafft, davon kannst du noch mehr anschaffen. Da geht es darum, dass das Haus Gottes gebaut wird. Wenn du einen Auftrag hast, das Haus Gottes zu bauen, boah. Ich habe einmal ausgerechnet, 100.000 Zentner Gold, das Kilo Gold kostet 20.000 Euro. Allein das Gold war 100 Milliarden Euro. Nur das Gold. Und dann kommt es nochmal 1.000 mal 1.000 Zentner Silber. Das habe ich nicht ausgerechnet, weil mir 100 Milliarden schon gereicht haben. Mir. Kannst du dir das vorstellen, was 100 Milliarden sind? Und wenn du das Silber nimmst, dann sind es vielleicht 150 Milliarden oder noch mehr. Und dann sind da nur edle Hölzer und. Wisst ihr was, wenn Gott was baut, ist Mangel ein Fremdwort. Mangel ist im Haus Gottes Fremdwort. Und wenn du ein Bettler bist und rumgehen musst und betteln musst, lass das. Lass das. Mein Gott ist kein Bettler. Mein Gott hat, wenn er was tut, er hat es bezahlt. Und er hat mehr als genug auf Vorrat und es ist da. Deine Werke, was ich vorhin gelesen habe, deine Kraft, lass deine Gemeinde, lass deinen Glauben und lass deine Kirche. Wenn Gott was tut, dann bezahlt er es und er hat mehr wie genug, wie du jemals in deinem Kopf vorstellen kannst. Wir sind keine Bettelchristen, wir sind keine Armutschristen. Gott bezahlt sein Werk und er bezahlt es mehr, wie du jemals denken kannst in deinem Kopf. Und es war so groß für mich in meinem Denken. Ich habe mir gedacht, hallo? In vielen Gemeinden oder egal wo ich rum bin, ist überall Geldmangel, wird überall Sonderspenden und alles verlangt. Dann frage ich mich, welchen Gott dienst du? Sorry. Ich nicht. Dann lass lieber. Wenn es dein Werk ist, lass das. Das Haus wird nicht bestehen. Denn wo der Herr das Haus nicht baut, baut der Bauer umsonst. Und ich habe zu viel gesehen. Und ich habe keine Lust auf sowas. Und ich habe es auch in meinem Privatleben gesagt. Ich habe gesagt, Herr, wenn du das nicht magst, lasse ich das. Gehe ich lieber heim oder gehe was ich verkaufen? Staubsauger oder was? Da habe ich auch mit Leuten zu tun. Aber bitte, wenn du was willst, dann bezahlst du und dann tust du das. Und das möchte ich zusprechen in der Gemeinde. Lass uns nicht zu Bettlern werden, sondern lass die Fülle nehmen vor Gott und lass uns nur das tun, wo Gott auch vorbereitet und segnet. Ansonsten lass die Finger davon. Und wie ihr gesehen habt, wenn Gott im alten Bund schon so viel Kohle hat und so viel vorbereitet, wie viel mehr im neuen. Da hat sich nichts geändert. Und das wollte ich euch einfach mitteilen und zusprechen. Amen. Halleluja. Anybody else this morning? Halleluja. Noch jemand was? Wow, super. Okay, dann teile ich auch noch was. Ja, go ahead. Weil das passt jetzt so schön da rein. Ich war jetzt in Weißenburg noch nicht viel unterwegs, aber wenn ich unterwegs war, dann hatte ich immer gute Kontakte mit den Leuten. Und reiche Leute, wirklich reiche Leute. Habe mich mit der Frau unterhalten, die hat einen dicken Mercedes, die hat dann gesagt, bin überlegen, das Haus zu kaufen und so. Also wirklich, wo Geld da ist. Und dann bin ich so rumgelaufen und habe gesagt, Herr, da ist ganz gut Geld in dieser Stadt. Und dann sagt Gott zu mir, ich habe das Gold und das Geld aufbewahrt für die Gerechten. Und auf einmal
hatte ich diese Sicherheit in meinem Herzen, dass jetzt die Zeit ist, wo sie uns das Geld bringen. Wo sie uns das Geld bringen. Weil was wir haben, das brauchen die Menschen. Was wir haben, das brauchen die Menschen. Und ich habe gestern auch mal so mein E-Mail-Account aufgemacht und dann kam so Werbung, kommt immer irgendwas und dann haben sie so gesagt, wer alles irgendwie Depressionen hat. Und dann habe ich mal so die Bilder angeschaut und scheinbar schauen die Menschen alle äußerlich gut aus, sind gut angezogen, aber das nimmt so zu, dass die Leute Depressionen haben oder aggressiv werden oder dies oder jenes. Aber und die brauchen das, was wir haben. Und das habe ich jetzt eben in Weißenburg gesehen. Also nicht nur, dass sie Geld haben, sondern jeden, den ich erzählt habe, oder auch die Birgit selbst im Wald, den Leuten, alle sind offen. Alle sind offen für das, was wir haben. Und es ist aber nicht nur so, dass wir ihnen das erzählen, um ihr Geld zu bekommen, sondern wir lieben die Menschen. Wir wollen sie herstellen. Gott will sie herstellen. Und das passt aber jetzt so einfach, weil Gott mir gezeigt hat, ich habe das aufbewahrt, ich habe das aufgespart für euch, für die Gerechten. Genau. Ja, anybody else this morning? Ja, hat noch jemand was diesen Morgen? Was Gott ins Herz? Die Helga hat noch ein Wort. This is super. Das ist gut. Also ich möchte euch sagen, dass einfach dieses Jahr das Tag des Heils ist. Das hat mir Gott jetzt diese Woche so aufs Herz gelegt. Heute ist der Tag des Heils. Und nicht übermorgen oder morgen oder in 4 oder 5 Monaten, sondern jetzt. Amen. Amen. Danke. Super. Amen. Hallelujah. Yes. Ja. Anybody else have something today? Hat noch jemand was heute? Thank you, Lord. Danke, Herr. Wow. Yeah. Could you stop and start that, Martin, real quick? Würdest du